Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Brogather Chivalry, ja. Medieval Warfare. Ja, ja, stimmt, diesmal mal das andere Team, die Blauen. Yep. Die spielen wir eigentlich nicht so gerne, weil die sind einfach nicht so cool wie die anderen, weißt du? Und das andere Team war einfach voll. Oh, dafür könnt ihr jetzt sehen, wie es ist, wenn man mit einem Sprungschlag jemanden den Schädel zerschmettert. Ist ein Ausgleich, würde ich sagen. Wir sind die Verteidiger. Ja. Genau. Ja. Und wir müssen die Mason-Ritter davon abhalten, diesen sexy Wagen hier an ihr Ziel zu schieben. Ja, ich nehme mich auch mal ins Bild. Da ins Bild. Ich glaube ein paar. Ja, ich habe mal hingeguckt. Oh ja, weißt du? Weil wenn du es so sagst und löse ich den Wagen nicht, ist ein bisschen blöd. Ah, fuck. Ah! Oh. No, no, no. Oh. Damn it. Ich habe versagt. Räche mich. Weil du es mir befohlen hast. Weil du es mir befohlen hast. So, gucken wir nochmal. Haben die vielleicht den Wagen jetzt erreicht? Nope. Nö. Die Dödel da immer noch am Start rum. Na gut, ich glaube, wir haben auch eine Reihe von Bogenschützen, habe ich eben so gesehen, die ganz gut Distanz halten. No. Ja. Ja, was zum... Ah, das ist ein Pfeil. Nein. Oh. Was? Okay, das ging schnell. Gut, ich habe auch gar nicht auf die zweite geguckt. Wir sind wieder mal einfach ein Server gejoint, der halt schon am Laufen war, wie das meistens so ist. Das war alles mein Verdienst. Ja. Wenn ich nicht da gewesen wäre, hätten wir verloren. Ja. Genau. Ja. Endet immer in 10 Sekunden die Runde, wenn Kobon dabei ist. Meistens verlieren wir dann aber. Deine Mutter verliert. Gut, hängen wir noch eine Runde dran, würde ich sagen. Ich glaube, das war jetzt... Nee, das hat jetzt gereicht für die Folge. 2 Minuten waren das, glaube ich. Ja, also das ist... Boah, ich kann schon gar nicht mehr. Meine Maushand wird schon ganz schlapp. Ja. Okay, Mason! Ups. Ich glaube, ich mache mal was anderes. Ich nehme mal einen Archer und zwar mit Wurfspeer. Auch Teammission oder? Ja, das ist jetzt auch noch Teammission. Also wir müssen Bauern töten. Bauern. Das ist eine ziemlich coole erste Phase eigentlich. Ja. Auch das ist halt einfach weil du Häuser abfackeln darfst und weil die Typen in einem Schlag sterben, egal von was. Ja. Du kannst eben Dolch in den Arsch pieksen und die fallen tot um. Ja, man kann sie auch doof angucken, dann sterben die auch. Ja. Er hat sich den echt ins Schild geworfen, ernsthaft. Yo. Und mein Schild kam nicht hoch, weil ich direkt einen Pfeil in die Brust gekriegt habe. Oh, really? Why? Ja, das frage ich mich auch gerade. Gut, noch ein Versuch. Ich bin gerade voll in zwei blaue Ritter reingerannt, weil ich noch voll drin war, dass wir Agatha sind. Das soll gesund sein. Die haben sich dann gedacht, was macht denn der Rote da bei uns? Immer, warum kann ich nicht mal blocken? Ich mach Rechtsklick und er nimmt das Schild weg. Hä? Hä? Jetzt war das... Okay. Gut, die ersten beiden haben nicht geblockt. Ich weiß nicht, was das soll. Ich spiele den aber auch ehrlich gesagt nicht so oft. Generell eigentlich wenig Archer. Ja. Haben wir vielleicht auch gesehen, da habe ich die verbesserten Waffen noch gar nicht alle freigeschaltet bei den anderen Klassen. Ich glaube fast alle. So, diesmal sind die Ritter aber weg. Ein bisschen von den kompetenten Teammitgliedern ausgelöscht worden. Habt ihr gerade gesehen, der eine Archer hier mit den brennenden Fackeln. Kann man auch noch Häuser kaputt machen. Jo, habe ich auch schon eins abgefackelt. Eins von denen. Das ist so ein geiles Spiel, wenn du mal tot bist, die deine Killcam hast, einfach mal hochfliegen und dir diese brennenden Häuser anschauen. Das ist richtig nice. Richtiges Belagerungsfeeling. Oh ja. Ja, sieht schon gar nicht schlecht aus für uns eigentlich. Ein paar sind schon abgebrannt komplett. Ist übrigens auch so, man sollte sich dann von den... Au. Cool. Ich spawn erstmal und krieg vollen Schlag in den Rücken. Yo. Das ist halt hier volles Friendly Fire und so. Toll. Naja. Auf jeden Fall ist halt, sollte man sich, solange die brennen, eigentlich aus denen raushalten, weil die tun wirklich weh. Das ist nicht nur irgendwie eine Textur oder so. Das gibt's. Oh, wir haben schon gewonnen. Nice. Also die Phase zumindest. Yep. Ich glaube, ich bleib einfach gerade mal trotzdem auf denen, obwohl ich da so übel fail.
Verdammt, da hat er echt einfach mal einen Stoß ausgewichen. Ich glaube, ich hab gedacht, ich krieg mal meinen ersten Kill die Runde, aber irgendwie nie. Yo, vom Teamkameraden niedergelegt. Fick dich auch, Tyrannox. Na? Ah. Na? Na? Ja, klaut mir doch zu dritt den Kill und metzelt euch alle selbst nieder, ihr seid so Helden. Ohne Scheiß, einer ist gestorben, den ich auch gekriegt hätte, und irgendwie drei Leute haben Schaden genommen, weil der... Naja, du kennst das ja. Ja. So. Ich bleib hier mal bei dem Rambock. Oh. Und wieder Team Damage, ich glaube. Ja, ich bin fast tot und ich habe noch keinen Schlag vom Gegner bekommen. Hey. Oh, das gibt's ja nicht. Da war ich echt kurz davor, meine Speerspitze war fast vor dem seinem Kopf und da kommt die Balliste. Ach ja. Hatte ich das schon erzählt, bei der anderen Burg, bei der anderen Belagerung, bei der Citadel, das gibt's hier auch. Die Verteidiger haben oben auf der Mauer da ein paar Ballisten und naja, die sind nicht ganz so einfach zu bedienen, finde ich, aber wenn man mal trifft, machen die ordentlich Aua. Ja, und auch auf mehr als nur eine Person. Ja. Die Angreifer haben auch was, die haben da hinten so ein total nutzloses Katapult stehen. Total nutzlos, weil das eigentlich fast jede Runde immer nur Teamkills macht. Weil die Leute einfach total bescheuert sind, die das benutzen. Ja. Ich habe echt schon mal gesehen, einen, der damit einen 5-fach-Kill gemacht hat, ausschließlich vom eigenen Team. Ah, fuck. Boah, das ist so nett. Irgendwie kann ich nicht... Ich kann nicht gleichzeitig labern und spielen, fällt mir gerade auf. Ja, das fällt mir auch gerade auf. Wobei, das letzte Mal war ich irgendwie besser, aber... Übrigens haben die Blauen unser Katapult übernommen. Oh. Ja gut, da ist es dann wiederum gar nicht mal schlecht, weil hier unten eigentlich eh nur Rote rumlaufen. Wenn die da reinhalten, treffen die eigentlich immer die richtigen. Ja. Sollten wir jetzt halt gucken, dass sie es nicht behalten. Ja, ich glaube, unsere Jungs sind schon dran. Oh, oder Mädels, wir wollen ja eh nicht diskriminieren. Ach, ich guck trotzdem mal nach. Das ist, glaube ich, ungefährlicher. Okay, das sind nur eigene. Stört. Oh, hab ich dich getroffen? Nee, ich hab dich getroffen. Nee. Das ist ein Seraphim umgenommen. Ja, das war der dich getötet hat. Jo, nice. Na, na? Na? Ja, das war der andere. Komm. Oh, das gibt's doch nicht. Das war schon wieder die Balliste. Warum fielen die eigentlich immer auf mich? Bin ich hier so, irgendwie hab ich so ein Leuchtschild über dem Kopf? Schieß doch. Bei mir ja. Bei mir ist das so ein grünes Schild über dem Kopf, aber ja, weil ich dich halt auf der Freundesliste hab. Ja, das will ich auch. Mir fällt gerade auf, dass das, glaube ich, irgendwie ein bisschen blöd ist eigentlich, das System, wenn man mit mehreren Freunden spielt, weil... Ich weiß halt, ich glaube, da ist der Bildschirm ziemlich grün. Ja. Obwohl, das wirst du bestimmt auch irgendwo ausschalten können, würde ich mal meinen. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht. Na, na, na. Oh ja, oh ja, der Rambock ist am Tor. Das müssen wir so mal aufbrechen. Sag mal, warum laufen mir gerade alle in einer Reihe, wenn ich gerade am Werfen bin, in den Speer rein? Drei Leute, es ist einfach unglaublich. Okay, geil. Oh, das war ein Kopfschuss. Kopfwurf, immer. Oh. Ah, geh weg. Oh, da kannst du ja auf ihm einfach mal randommäßig Feuerbombe rein. Weißt du eigentlich noch, wo man seine Klasse wechselt? Ich weiß es nicht mehr. Bitte? Wo man die Klasse wechseln kann? M. Mit M? M. Hammergeil. Mama. Zeige ich nämlich nochmal eine andere Klasse, ganz einfach, ich finde die ziemlich kacke. Guck ich doch mal. Da sehe ich, wo du bist, was bist du? Ach ne, du stehst noch da als Archer. Ja, ich werde ja wiederbelebt erst. Jetzt habe ich mal den wieder auf Wächter gewechselt mit der letzten Waffe. Das haben die mal mit einem Patch neben den normalen Waffenarten noch ein paar neue hinzugefügt. Zum Beispiel beim Ritter, der hat so Morgensterne. Und der hat eben so einen Polhammer. Au. Ah, komm her, ich mach den Rambock. Nein. Stirb. Stirb. Ja. Ich meine, ich hab einen Schwinger habe ich noch reingekriegt. Ich hab einen getroffen, das ist unglaublich. Nice. Oh. Also es müsste eigentlich nur noch einer mal schnell zum Rambock rushen und den einmal schnell B drücken und dann hätten wir das. B drücken? E. Ja. Ja, ich hab's gemacht, ich hab's geschafft. Nice. Ja, wo ist er denn? Ah! Wo kommt... Okay. Ups. Dann liegt es jetzt an uns, einen König zu töten. Yay. Da bin ich froh, dass ich Man at Arms gewählt habe, weil mit den seinen Brandbomben
Können wir, selbst wenn die sich da mit ihren Turmschilden um den versammeln, die mir mal gerade mal die Eier lutschen. Naja gut, aber so eigene Brandbombe, naja. Ja, eine nicht, aber wenn wir noch ein paar andere haben, die vielleicht noch mit draufhauen. Ja, natürlich. Aber eigentlich, ich finde, der Schaden ist gerade jetzt beim König, aber nicht das Ausschlaggebende. Von den Brandbomben, sondern eher, dass die Leute verwirren eigentlich. Da habe ich voll die overpowerte Armbrust abgekriegt. Weil ich es überlebt habe, finde ich mittlerweile ganz gut. Und ein Doppelkill. Ah ne, okay. Er hat nur einen getötet, das war ein anderer. Ja, zwei Teamkills auf unserer Seite sind schon mal toll. Yeah. Ja, geh weg. Denn was wir gerade am meisten brauchen, ist ein weiterer Schwund auf unserer Seite. Mhm, auf jeden Fall. Mit Herbal King. Oh, das hört sich gut an. Töten wir ihn. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, ich rette dich. Oh mein Gott, wie viele sind da oben? Ich glaube, du warst am falschen Ort. Bist am falschen... Ne, ja, doch, du lebst noch. Ich bin tot. Ha. Der auch. Und der. Und der. Und... gerade den Ritter mit einem Hammer zu stechen. Ja, weil ich es kann. Okay. Den vierten Kill hätte ich auch noch gekriegt, wenn der andere mich den Kill geklaut hätte. Ich habe ja noch Äxte, immer. Ich vergesse die in letzter Zeit dauernd. Und wenn dann ein Gegner da wirft, merke ich, hey, habe ich ja auch. Oh. Boah, wie viele tummeln sich. Aua. Denn da. Wir haben viele Bogenschützen. Ernsthaft. Halt... ja, nee, das wäre auch. Stimmt, das ist ja. Wie viele Leute waren drauf? Paar 30? Sah schon ganz gut aus. 32, als wir gejoint sind. Ja. Ich glaube, da war auch sonst im Thronsaal keiner. Ich glaube, die standen gerade echt alle an dem King. Es ist ein bisschen schwer, dahin zu kommen. Ich glaube, am einfachsten ist, den mit einem Armbrustschützen so auszuschalten, wenn nicht... Alter, guck dir mal an, wie viele Teamkills unsere Typen machen, was soll denn das? Ja, also neben uns alles sind auch noch andere Leute sehr kompetent, wie es aussieht. Oh. Verdammt, ich dachte, ich kriege ihn. Da hat er sich erst noch verzogen. Jo. Cool, der hat's kurz geleckt. Verdammt. Rush the keep and kill the steward. Das war jetzt echt blöde. Ich dachte so, das, ja, ich weiß ja, das, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob der König völlig verwirrt war. Auf jeden Fall hat er mich quasi damit in den Tod gelockt. Oh, na gut, er ist auf jeden Fall tot. Und das waren jetzt, jo, das reicht eigentlich schon wieder. Ich glaube, bei noch einer Folge wird es dann ein bisschen zu lang werden. Bei noch einer Runde. Ja. Ja, beenden wir die Folge. Genau. An der Stelle und sagen ja, tschüss. Hat euch wie immer Spaß gemacht. Ja. Und uns auf jeden Fall. Ja. Auch weil wir wieder niedergemetzelt wurden. Ja. Aber unser Team hat den Sieg geholt. Ja. Da haben wir immer ein paar kompetente Leute dabei. Ja. Na gut, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.